Es war einmal ein König. Der lebte mit zwei Enzenjungen in einem riesigen Königreiche. Es erstreckte sich von einem Horizont bis rüber zum anderen. Die mächtigen Mauern der Burg ragten hoch über das Landhaus und auch ganz Svenja hatten das große Tor ins Innere passiert. Und den König wusste man seltsame Geschichten zu erzählen. Keiner konnte sagen, wie alt er war und wann der König gewonnen war. Er und sein Reich waren wohl schon immer da. Man sagt, die beiden sind ein bisschen verrückt, ein wenig seltsam, ein bisschen unheimlich. Ich werde das nicht so sehen. Ich kenne sie sehr gut. Ich kann nur sagen, dass ich bis heute nicht so recht verstehe, was die da machen. Aber ich komme langsam dahinter, je länger ich denen zugucke, je länger ich bei den Bäden bin.